Willkommen zurück zu Okami. Ja, Leute, wir sind immer noch in den Susa-Ruinen. Einem wirklich malerisch schönen, aber auch unheimlichen Ort. Wir sind gerade in einem Raum mit 3 oder 4 Dämonentoren. Ja, die wollen wir doch jetzt mal aufräumen, säubern, wie auch immer. Nachdem wir den ganzen Kram hier eingesackt haben. Knochen zum Heilen. Und ein Lackwarnset. Giftbrühe hier. Na gut, es hilft nichts. Tor Nummer 1. Natürlich wieder mit seinem dieser Knospenverschnitt. Das Elfchen darf wieder mit dem Ball spielen. Ist fein. So. Nee, ich mach das so. Und jetzt wirst du gespalten. Noch nicht. Verdammt, gefehlt. Gut, erblühe dieser Knosp, werde zu dieser Flor. Du stirb einfach, das tut's auch. Geisterkugel. So, das war Tor Nummer 1. Und da ist Nummer 2. Ah, noch ein Peter Knosp. Was wie? Nein, dafür ein Trommler. Auch nicht schlecht. Jetzt mal versuchen, hier ein paar Dämonenzähne zu scheffeln. Lump, Nummer 1. Hier. Schaffe ich das noch? Nein. Kippt schon um. Komm, schlag mal bitte. Konter! Bam! I love diesen Move. Zack, und nochmal zerschnitten. Der Mondzahn. So, und alle guten Dinge müssen auf die Waffen warten. Okay. Alle guten Dinge sind 3. Komm, na komm. Blöden Spieler. Gib den Zahn her. Danke. Doch bei dir will ich gern Zahnarzt spielen. Flattermann. Dir schneiden wir doch gleich mal die Flügel ab. Hier, spiel mit der Bombe. Nein, du hast so einen Selbstmord gerade vor. Das ist einfach. Den musste ich jetzt zwangsläufig mit dem Kraftstreich töten, sonst hätte er sich an mich gehängt und sich in die Luft gejagt. Und das wollte ich nicht. Aber hey, es scheint zu reichen. Jetzt sind alle Dämonentore weg. Es gibt ein bisschen Glück und ja. Ach, wohl wieder Pilze. Brauchen wir hier wieder die Macht der Sonne? Sunshine, shine auf diesen Pilzen. Ja, ich sollte echt nicht mehr so spät aufnehmen. Oder ich sollte zumindest erst wieder aufnehmen, wenn ich richtig ausgeschlafen bin. Oh. Guck dich mal das da oben an. Zack. Zack. Fail.
Ja. Aber hey, die Ritze muss man auch erstmal treffen können. Na komm schon. Tipp. Da bin ich durchgefallen. Respekt. So, was haben wir denn da? Aber wenn das nicht mal die Quelle dieses verdammten Giftwassers ist. Ja, Giftwasser, ich demonstriere es gerne nochmal, falls ihr den vorletzten Part nicht gesehen habt. Seerosen werden von dieser Brühe sofort zerfressen und wir würden daran auch sofort untergehen. Guck dir diese Gefäße an. Giftiges Wasser kommt aus ihnen raus. Ich wette, das ist es, was die Schönheit der Natur in den Ruinen kaputt macht. Das können wir natürlich nicht dulden. Normal müsste das ganze Giftwasser, wo da nochmal rauskommt, hier rumschwappen und alles überziehen, aber ich denke mal, da steckt irgendwie eine Magie dahinter, die das verhindert. Wasser ist gereinigt. Das eröffnet uns schon mal ganz neue Möglichkeiten. Sieht aus, als ob das Gift, welches das Wasser verschmutzt hat, komplett verschwunden ist. Jetzt sieht es sogar wunderbar zum Schwimmen aus. Da ist sogar ein Wasserfall. Ich wette, es würde viel Spaß machen, direkt da runter zu gehen. Was ich meine ist, dass ein verspielter Hund wie Umme es bestimmt tun würde. Ja. Du willst nur ablenken, dass du gern selbst die Runde jumpen willst. Gib's zu. Ich habe nicht vergessen, wonach wir eigentlich suchen. Du etwa? Und natürlich habe ich nicht die Suche nach ein paar Schätzen aufgegeben. Ja, Ison, wir wissen alle, was du wirklich willst. Schätze, Weiber und dein Spaß. Und Pinseltechniken, ja. Gut, wir haben die Karte. Jetzt, wo wir so ziemlich fast durch sind. So, hier schön Zelda-like. Ihr seht, wir waren eigentlich fast überall. Da oben ist nur noch ein Raum offen. Alles andere haben wir schon mal gesehen. Ja. Zudem, die Dungeons sind in dem Spiel eh sehr linear. Die Karten können sich genauso gut sparen. Aber nun gut. Zurück zum Spiel. Ich würde mal sagen, wir tun Ison den Gefallen und jumpen hier mal runter. Geronimo! Ja. Gut, das soll einen eigentlich auf was ganz anderes aufmerksam machen. Nämlich, dass hinter dem Wasserfall noch etwas ist. Zwar eine Höhle zum Freisprengen. Mit einer weiteren Perle. Ja, unsere Sammlung wächst und wächst. Gut. In der schönen Zwischensequenz, die wir gesehen haben, als das Wasser gereinigt wurde. Es sind ja ein paar Steine im Eingangsbereich erschienen. Ja. Das sieht doch höchst verdächtig nach einem neuen Weg für uns aus, oder? So, ich muss jetzt selber mal kurz gucken, wie wir da am besten wieder hinkommen. Vielleicht sollten wir am besten hier direkt mal runterspringen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, Geronimo! Ich sagte... Okay.
Okay, die unsichtbaren Wände hier sind mir neu. Na gut, dann eben außenrum. Ist ja kein so großer Umweg. So. Hier können wir aber... hier könnten wir runter, müssen wir aber nicht. Oder? Ach, da hinten ist der Bereich, den Ison da so schön zum Einsturz gebracht hat. Okay, dann gehen wir doch runter. Stimmt, das geht ja auch. Gott, das ist schon fast beschämend, dass ich in dem simplen Gebiet die Orientierung manchmal verliere. Gut. Wie es aussieht, steht uns der Weg in die Statue offen. Und... Eppa! Wow. Das Ding ist... komplett hohl, wie es aussieht. Und hier unten... ist ein verdammt seltsames Gewächs. Na dann, erblühe mal. Ich hab gesagt, erblühe. Erblühe! Jep, langsam wird's peinlich. Hallo? Passt die Kamera nicht? Ach so, ich bin auch selten dämlich. Hier ist ja keine Blüte zum Erblühen, das ist was anderes. Aber nun gut, vielleicht sagt ihr so mir irgendwas dazu. Nö, sieht nicht so aus. Dann muss es einen anderen Kniff geben. Tierschädel. Du kannst die Kraft des Blühen einsetzen, um die Fläche zu füllen. Ja, ich habe gedacht, du sagst etwas zu diesem schönen Tierschädel da. Das mit den... mit dem Boden ist... kein Geheimnis mehr. Ach, sieh an. Eine Quelle ist erstanden. Entstanden. Wie auch immer. So. Noch ein Fleck. Lass mich raten, es gibt noch eine dritte. Jupp. Nummer 3. Confirmed. Und geheilt. Gut, jetzt haben wir ringsherum Wasserquellen zum Sprießen gebracht. Ah, und das erweckt das hier. Die Blüte hat sich geöffnet. Das Licht. Hey, sieh mal, das Licht. Hier ist auch eine Konstellation. Oh ja, Leute. Wir kriegen eine neue Fähigkeit. Hier ein Stern und hier ein Stern. Damit darf ich es mal wieder sagen. Erscheine, Pinselgott! Angeber. Hä? Da fehlt doch was. Verdammt, verdammt! Ah! Tada! Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter, ich, Tsutagami, letzter des Triumvirats,
der Götter der Flora, habe 100 Jahre ehrfürchtig auf deine glorreiche Rückkehr gewartet. Möge das Blühen des jungen Frühlings dich von nun an begleiten, bringe neues Leben ins Land, das so schwer unter dem Bösen leidet. Oh. Das war Tsutagami, der dritte und letzte Gott des Flora. Er ist der Gott, dem die Reben und Lianen gehorchen. Eine Sage erzählt, wie Tsutagami diese Kraft einsetzt, damit sich Reben um seinen Körper schlingen und er durch die Lüfte fliegen kann. Hey, dort ist eine Konohana-Blüte, die Blume der Götter. Versuche, eine Rebe aus ihr heraussprießen zu lassen. Ja, Leute, das ist unsere neue Fähigkeit. Die Fähigkeit Rebe. Einfach ein Strich von so einer Blüte zu Amaterasu und... Hepp! Perfekt! Wow, es ist schon ganz nützlich, einen Gott dabei zu haben. Du kannst Reben herausziehen, wenn die Konohana-Blüte geöffnet ist. Jetzt guck dich um und suche nach einer anderen, die blüht. Ja, wenn die Kamera schon so deutlich darauf hinweist. Hoch da! Und noch eins höher! So, es muss übrigens keine direkte Linie sein, wir können hier auch mal so einen Schlenker machen. Wuppa! Ich mag Rebe, das ist eine coole Fähigkeit. So. Da drüben. Hey, wie hoch geht's denn hier noch? Und merkt ihr was, es wird ja auch immer dunkler. Nur die Blüte erhält die Umgebung hier. Gut, da drüben. Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Nee, da sieht man's. Alles dunkel, nur die Blüten erhellen hier alles. Ach ja. Schön, schön. Damit sind wir auf der Statue. Da geht's noch weiter hoch. Und ihr seht, hier sind noch mehr Blüten. Da unten ist eine. Hier fliegt eine rum. Ja, das dient aber hauptsächlich dazu, um uns, ich sag mal, Abkürzungen zu erschaffen. Mit der Blüte können wir. Mit der da können wir schnell nach unten und auch wieder hoch. Und mit der hier könnten wir von da drüben uns hier rüberziehen. Noch außerhalb dieses, ja, Dungeons wird die Fähigkeit enorm wichtig. Das kann ich euch schon mal versprechen. Moment, hier. Das ist eine Abkürzung von da aus. Und ich glaube, auf dich müssen wir wirklich. Eppala. So. Wo ist die nächste? Ach, da drüben. Ah, ohne Netz und doppelten Boden. Ein Aufschlag von hier aus würde, glaube ich, wehtun. So. Da, da, da. Wir sind fast oben. Oh, seht ihr das? Die Blüte da oben ist umgedreht. Das heißt, auf der werden wir nicht zum Stehen kommen. Die lässt uns einfach mal fallen. Ja. Wir sind auf der Spitze, auf dem Helm der Statue. Und Isson hat dazu scheinbar was zu sagen. Großartig.
Wir haben es auf die Spitze geschafft. Aber es scheint eine Sackgasse zu sein. Hm? Was ist das? Ein Haken? Will man da nicht einfach irgendwas dran binden? Ein... ja, sehr offensichtlicher Hinweis. Eine Rebe. Von da an den Haken. Die Rebe spannt sich sofort. Das müssen wir jetzt mit jedem Haken machen. So, hier nochmal. Und hier nochmal. Und das bringt uns, dass der ganze verdammte Helm abgenommen wird. Und wir den Kopf der Statue betreten können. Aber wisst ihr was? Ich bin mir ganz fies. Was da unten ist, sehen wir erst im nächsten Part. Und ich kann euch schon mal versprechen, das wird episch.